So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Ja, am besten da gleich so runterhupfen, hm, wie wär's denn? Oh, da schauen wir noch deppert, ich weiß. So, schauen wir mal, wie ist da nochmal die Map, so. Wie gesagt, schon beim letzten Mal, ich würde gern schauen, wo es halt wirklich uns noch hin verschlägt mit dem Surfbrett, beziehungsweise wir müssen eh sowieso herausfinden, wo wir am besten hingehen müssen. Ich würde mal sagen, einmal, zweimal, einmal so ein bisschen so ein Versuch, dass wir vielleicht den ein oder anderen auf 25 kriegen, beziehungsweise vielleicht nur die zwei, vielleicht werde ich die zwei dann auch wieder austauschen, weil es relativ geile andere Temtems auch gibt. Aber das werden wir dann eh sehen, das werden wir dann eh sehen. Auf dem Weg dorthin. Mal schauen, es gibt definitiv stärkere. Da gibt es schon geile. Da gibt es schon richtig geile Temtems. Da haben wir doch gehabt, da der Scheiß drauf. Und du vielleicht sogar den einen oder anderen dann dementsprechend austauschen. Erst recht, wenn so einer ist, so nicht so wirklich stark oder nicht irgendwas, irgendwas nichts Spezielles an sich hat, der kehrt austauscht. Zwar jetzt, natürlich werden wir wahrscheinlich extrem langsam leveln, aber wenn wir dann schon mal bei der ein oder anderen Session dann sind, dann mit dem Wasser, kann ich mir schon vorstellen, dass dann der ein oder andere Starke wieder am Start ist. Und dann wäre es vielleicht gar nicht mal so zwider, wenn sogar das ein oder andere Temtem, ein ganz bestimmtes mit Elektroattacken, vielleicht ein bisschen stirbt ist. Vielleicht ein bisschen. Zum Nachhinein denkst du so teilweise, boah, Leibert, hab urlang gebraucht gehabt, bis ich so und so anfinde, oder im Nachhinein, oder, kommen sie dann wieder wie nix, oder, aber erst nur dann, wenn du es gefangen hast. Immer noch da, die Wichser. Wahnsinn, Frechheit. Frechheit pur. Aber ich muss ja aufpassen, ob ich vielleicht nicht doch das ein oder andere Temtem dann nicht habe. Aber wie gesagt, ich würde gerne mal wieder ganz auf Anfang gehen und mal schauen, so ein bisschen von unten nach oben wieder abarbeiten. Ich hätte natürlich auch gleich wieder nach oben rein können und hätte wieder den einen oder anderen wegflexen können im Wasser. Aber besser nicht, besser nicht. Natürlich lieber so meine Sachen abrackern. Wir haben ja noch ein paar Rufzeichen, wir haben noch ein paar Nebenquests. Alles drum und dran, was wir noch aktiviert haben. Zum Beispiel ganz am Anfang die eine Eule, die braucht ja nur immer was von uns. Hochdruckfontäne. Ja, da würde ich das Starn weggeben, definitiv. Das Starn unbedingt weg. Und in der Hoffnung, dass wir dann doch vielleicht ja das ein oder andere Temtem. Weißt du was? Ich probiere es aber noch ganz schnell aus. Nicht, dass ich dann noch schnell zum Dojo oder sonst irgendwas hin muss. Normalerweise habe ich es ja schon, ich meine, nicht zum Dojo, sondern beim Dojo gibt es ja in der Nähe den Surfbrettladen. Ob ich nicht doch noch wieder zurücklaufen muss, das wäre Arsch. Oh, das ist fies. Das ist fies, Alter. Dass der, nein, einmal irgendwie noch dazwischen eine hätte können und einen nur mehr machen können, obwohl stufenmäßig Maschala gewesen. Aha, Alter, es geht einfach voll automatisch. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Wirklich sehr, sehr praktisch. Wenn das dann schon in diese automatische Richtung geht. Machen wir mal einmal den hier. Und einmal den hier, weil ihr weiß, dass der locker flockig mehr geht. Komm, gib ihm. Schau mal gut aus, die Attacke, bis deppert. Was? Was? Nicht dein Ernst? Geschlechte. Dies kleine Stickerl. Sagen wir eher mal die neue Attacke. Ja, okay, ist eh klar, dass der wieder als erstes drankommt. Aber, Alter. Das ist was 20 Level höher, Alter. Und kann die nicht auf einmal bei ihr machen, Alter. Ich versteh's nicht. Ich verstehe es nicht. Und das mit dem Klettern noch. Boah, das mit dem Klettern, da fehlt uns noch so einiges. Bist du da, weißt du, wie lange wir da noch brauchen bis oben. Ja, da haben wir definitiv noch so einiges auf der Insel zu tun.
beziehungsweise da wären es wenigstens auch ein bisschen stärker, bis wir auch wirklich mal unten ankommen. Weil wer weiß, wie stark die dann wirklich sind. Dude. Wer weiß. So im Wasser, gerade so das ein oder andere Gebiet. Weiß ich nicht, ob es jetzt bis 50 geht oder bis 100 Level, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie sowas machen wie die erste Insel geht bis 50, die zweite bis 75 und die dritte bis 100. Das kann ich mir gut vorstellen. Außer sie machen so richtig schön Hardcore-Style und machen schon ab der ersten Insel Digi, du musst bis 50 kommen und dann geht erst Temtem so richtig los. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass sowas auch in der Richtung kommen würde. Aber weißt was? Wenn das jetzt bei der Seite gehen würde. Haben wir beide, ja. Wenn das jetzt bei der Seite gehen würde und wir würden die ganze Zeit beim Wasser jetzt surfen, würde ich jetzt quasi den ganzen Weg zurück surfen. Weil es eigentlich um einiges praktischer ist und wahrscheinlich, weil wir auch entweder mehrere neue Temtems treffen, beziehungsweise ja vielleicht sogar das eine oder andere Temtem sogar finden. Ja, wenn ich da überhaupt am Weg, ja, außer find, sagen wir es mal so. Das Fröschlein. Aber interessant, dass wir dann halt genau wieder dort sind. Haben wir gesagt, hab das Bulli, kommt's da raus, da? Ich brauch da einen Kampf oder was? Oh, perfekt. Gehen wir gleich komplett auf Wärm los. Wenn sie es natürlich. Ja, es geht ja raus, weil dann holen wir sie gleich den Linken. Ja, ein paar Eiswürfel am Start, na sicher. Ja, mach. Ja, ist. Oh, Brudi, Gott sei Dank auf Zorn. Scheiße. Bitte geh nicht mehr, oder durch Kopf stoßen. Na, Gott sei Dank. Weil jetzt benutzen wir gleich beide mal Temtem-Karten und tschüss. Ja, wart's da mal lieber eine Runde. Boah, der ist eh schon so dermaßen angeschlagen. Alter, wenn der nicht drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ist eh klar. Ist jetzt aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ah, den brauche ich jetzt fix im Team. Aber ist schon mal nicht schlecht. Ist schon mal ein netter Anfang. Hätte mir zwar nur gedacht gehabt, dass ich auf chillig da jetzt herumsurfen kann. Die Längen lang, aber na gut. Ah, bei dem einen Fleckerl könnte es aber auch sein, dass man nur so ein paar einzigartige auch fängt. Und wenn man sich jetzt die hier anschaut mit Level 4. Aber die haben wenigstens im Wasser eine schöne Stärke. Das muss man sagen. Im Wasser haben sie wirklich eine schöne Stärke. Du machst einfach nur den hier mit einer. Und kannst ein bisschen sogar noch trainieren. Also wirklich gutes Training. Also Level 15 und 16. Also definitiv um einiges stärker als wie bei manchen anderen Gebieten. Na dennoch müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir das Hurnsklettersystem da kriegen. Hat zwar gesagt gehabt in dem Hurnshotel, aber ich habe das Hotel nicht gefunden, beziehungsweise hat mich nicht eingelassen oder was auch immer da das wieder das Problem war. Aber anscheinend werden wir da irgendwas finden. Damit die sagen könnten, okay, mashallah, wir kommen da irgendwie rein. Aber ist trotzdem ein super Training. Wie gesagt, erstmal ganz nach unten und dann werden wir eh weiter schauen. Bis dann weiter. Jo, wenn ich da nicht bei irgendeiner hohen Sackgasse lande. Weil selbst gerade am Anfang gab es auch schon so den einen oder anderen netten Bereich, wo du auch schon surfen konntest. Das sind auch definitiv schneller von A nach B. Hi. Und wir lernen so einige neue Leute kennen. Ich bin es so gewohnt, einfach bei Pokémon einfach zack, 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 zack zu machen. Sorry, wenn es vielleicht ein bisschen interessant ist. Kämpfe jetzt hier gegen beide. Ah, okay, passt. Denke mal gerade so. Hui!
Einmal die Vor- und einmal die Nachentwicklung, oder was? Nein, würde ich gar nicht sagen. Damit wir mal den ersten loswerden. Ja, damit wir mal einen loswerden, definitiv. Einmal. Zweimal. Muah, beste Kombi ever. Gerade gegen Wasser-Pokémons. Temtems. Oh, da kommen schon wieder die Wasser-Pokémons raus. Oh. Oh, gib ihm mal, gib ihm bös. Moin, Digi! Servus, grüß dich! Alles klar, alles Paletti! Das kleine Stückchen hier ins ruhig lassen können. Das kleine Stückchen. So ein Schmutz. Ja, immerhin. Tschüss, Papali. Da geht wenigstens ein bisschen was weiter. Immerhin. Na, hallo? Also. Ich hätte das seit Helm so nicht kennen. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ja, mein Kaffee ist am Start. Ich habe sogar Innocent. Ist auch am Start, also. Besser geht's eh nicht mehr. Ein bisschen streamen. Noch besser. Einfach nur super. Wahrscheinlich kann ich sogar hätte, kann zum Tag streamen. Mal schauen. Ui, auf den habe ich gewartet. Ein 13er. Und machen wir eine Wasserklinge. Weil dann tut es vielleicht gar nicht mal so weh. Bei meiner neuen vernaschte Weltbox kommt Sauerpatch Kids. Bin schon gespannt. Bin schon voll heiß drauf. Feuer und Flamme. Weißt du nicht, welche Sorte kommt? Aber irgendwas war sie. Ich glaube, Erdbeer oder die normalen Sour Patch Kids. Ich weiß leider nur nicht. Aber ich freue mich schon extrem. Komm eine, du. Kleiner Bastard. Komm, weil der kommt fix ins Team. Ja, Mann. Scheiß auf dieses Hurnseichhörnchen. Wecker mit dem. Wir müssen dann sofort in irgendeinen Temtem Shop. Oder wie man es noch immer heißen möge. Und dann bin ich gespannt, weil den hau ich immer fix ins Team. Auf den war ich schon heiß. Auf den war ich wirklich heiß schon. Der hat mir schon wirklich gedacht. Schon seit Anfang an, seitdem ich den ersten Mal gesehen habe. Der 11 von 10 verliebt. Oh, musst. Gerade wenn du sowieso, glaube ich, auf Amazon bestellt, du musst sowieso eine Ewigkeit warten. Weil ich habe zum Beispiel auf meinem Sour Patch Extreme. Das ist aber nur eine ganz kleine Mini-Packung, aber trotzdem 7 Euro dafür zahlt. Aber ich glaube, ich gewartet, glaube ich, 2 Wochen oder 3. Aber ich würde empfehlen. Digi. Schau, ob es in der Nähe bei dir einen Candy Shop gibt. Schau, ob es einfach bei dir in der Nähe einen Candy Shop gibt. Weil der hat ihn meistens dann zu 100%. Irgendeine Sorte von Sour Patch Kids haben es immer. Meistens eh die Standardversion. Schau einfach auf Google, ob es bei dir einen Candy Shop gibt in der Nähe. Und dann gönn dir. Würde mal schauen gehen. Weil bei uns gibt es ja jetzt sogar schon 7, 8 neue Candy Shops. Mhm. Ja, danke, Alter. Ich hab schon Kopf gehabt, dass du Heilung machst, Alter. Ich wollte schon schnalzen in der Bude, Alter. Das geht aber nicht, Alter. Ohne Heilung mich da heimschicken, Alter, rausschicken und den ganzen Scheißdreck, Alter. Das kannst nicht den Burm dran, sicher nicht. Ist das Mädel neu? Wow, versucht anzufangen. Alter, sie öffnen eine scheiß fucking Wolke oder was? Ich sehe da keinen Boden, Alter.
Max ist ein kleines Hurenkind. Definitiv ein kleines Hurenkind. Scheiß auf das Huren. Oder wir könnten uns ja die Mutter gönnen. Maschallah. Er hat uns beim ersten Kampf weggeflext und ich flex dafür seine Mutter. Das ist in Ordnung, oder? Das kann man lassen, oder? Ist in Ordnung. Seit wann sind wir Freunde? Seit wann sind wir Freunde? Ich hab nicht gewusst gehabt, dass wir Havara sind, aber na gut. Alles klar. Natürlich auf Ehrenbruderbasis, oder? Er flext mich, ich flex seine Mutter. Kehrt dazu, oder? Kehrt dazu. Selber schuld, hätte er mich nicht weggeflext, Alter. Beim ersten Kampf mit seinem Spezialdämpfer, Alter. Was der auch noch gekriegt hat, dafür habe ich wenigstens zwei gekriegt, aber trotzdem, Alter, ist es eine Frechheit gewesen. So. Ja, voll, das mit dem Anhänger war ja auch noch. Ich habe nur gedacht gehabt, dass ich da vielleicht da in dem einen oder anderen, oder ich glaube, muss wirklich in die erste Stadt wieder zurück. Damit ich da überhaupt mein nächstes Temtem da dazu krieg. Mein Wasser-Temtem. Wahrscheinlich. Ist aber eh nicht so tragisch. Ist aber wenigstens Gott sei Dank eh nicht so tragisch, weil ich sowieso schaue, dass ich dann wieder aufkomme. Aber was soll's. Passt, dann haben wir das eh. Ja, genau, so ist, du sagst es, Digi. Und dann war ich halt unabsichtlich bei der Mutter halt drin und hab's reingeflankt. Also, was kann ich dafür, Alter? Ich muss halt irgendwie schon eine Racheaktion starten. Der kann froh sein, dass ich nicht mehr gemacht hab. Schwester, Cousine, Mutter. Okay, bei der Oma, die hätte wenigstens die 10 ausgegeben können. Aber, ja, gibt's mehr als genug? Gumm, aber gib Gummi. Komm. Yes! Damit wir kein Leben verlieren. Fürs Trainingsmäßige? Top. Trainingmäßig wirklich top. Zu dem kann man ja hingehen und reden. Ja, das weiß ich. Ja, passt. Nicht, dass wir da jetzt wieder den nächsten Kampf haben, ohne dass ich den jetzt eigentlich wirklich aktivieren wollte. Okay, Bass, gegen den haben wir eh noch nicht gekämpft, weil da werde ich jedes Mal dann einen Wechsler starten. Da werde ich den mit dem dann wechseln. Damit unser Haupttemtem eigentlich stärker wird. Das mag doch wenigstens gleich kämpfen. Ja, zeig her, Map. Oh, okay. Ja. Du bist doch deppert. Ja, da ist ein bisschen was weitergegangen. Bist du deppert? Ah, Maschallah. Da haben wir so einiges zum Suchen. Bist du deppert? Ja, da geht's hundlich weiter, Alter. Da brauchst du das Surfbrett. Ich will gar nicht wissen, wie es denn bei den nächsten Inseln ausschaut. Ob du nicht da wieder irgendwas Neues brauchst. Haben wir schon da gehabt, oder ist das eine Ente oder irgendwas? War mal unsicher, was bist du, Havara? So quasi. So ein, zwei Kämpfe machen wir da sicher noch im Wasser. Und dann werden wir es eh sehen. Ich hab mir wirklich gedacht, was ist das? Was ist das halt für eine Missgeburt oder irgendwas? Ah, Wahnsinn. Na Alter, jetzt kann aber schon was rauskommen. Na komm. Ja, perfekt. Und? Sehr schön. 15 ist ja wurscht, welches Level jetzt. Ja, normalerweise sollte das eigentlich hier passen. Wasserklinge sollte normalerweise auch passen. Oh yes. Was? Ah ja, scheiße, nicht Wasserklinge, Giftdorn, scheiße.
Ist ja wurscht. Was? Dann weißt du was? Dann kannst du aber auch gleich schon die eine Temtem-Karte ausnutzen und nehmen die Giftklaue und machen es bei. Ja. Den muss ich zwar nicht im Team haben, aber der gefällt mir schon. Der gefällt mir schon. Oh, nice. Next, bitch. Ich bin böse, Alter. Der muss locker Nüsse Meier gehen, Alter. Das kannst du mir nicht so tun. Er muss zacki zacki gehen. Ich will da kein Level mehr sehen, was verliert wird. Nur weil du wieder Meier gegangen bist und dann wieder kurz davor hättest ein Level abgehabt. Na, safe nicht, Alter. Ah, immerhin. Level 20. Schönes Ding. Schönes Ding. Aber gerade unser Elektro-Temtem. Weißt du nicht, ob der ein oder andere kämpfen